Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K1210 zu einem Unboxing. Heute packe ich die Blu-ray von Justice League vs. Teen Titans aus in dieser Special Edition oder Collector's Edition. Da haben wir nämlich eine richtig coole Robin-Figur dabei, die sehr gut aussieht. Ein Schleichfigur, limitiertes Set. Mhm. Und auf dem Cover sehen wir hier, da haben wir Batman, Superman und diverse andere Helden. Ich glaube, das ist Justice League und das sind hier die Teen Titans, die Jungspunde gegen die alten Knacker. So, da sehen wir die Seite, auch sehr schön. Wer ist das denn hier? Kennt einer diese Superhelden hier? Sag mir jetzt nichts. Okay. So. Die Reise im DC Universum geht weiter. Zwei Teams, eine epische Schlacht. Aufgrund seiner frustrierenden Erlebnisse mit der Justice League verliert Robin alle Illusionen. Notgedrungen übernimmt er eine neue Position im jüngeren Superteam der Teen Titans. In diesem Kreis wird er begeistert aufgenommen. Und sofort fasziniert ihn die geheimnisvolle Raven und die übernatürliche Macht, die von ihr ausgeht. Ihr Vater Trigon versteht es, seine wahren Fähigkeiten zu verbergen. Er ist in der Lage, ganz Metropolis zu zerstören, indem er die gewaltige Justice League gegen die Teen Titans aufhetzt. Wem kann man jetzt noch trauen? Wer wird diesen Kampf überleben? Im Showdown der Superhelden treten Superman, Batman, Wonder Woman und Cyborg gegen Beast Boy, Starfire, Blue Beetle und Nightwing an. Um der Bedrohung wirksam zu begegnen, kommt es in diesem brandneuen Abenteuer aus dem DC Universum vor allem auf echte Teamarbeit an. Ja, das hört sich sehr interessant an. Das kann sein, dass das hier Raven ist. Ja. Also Wonder Woman ist das auf keinen Fall. Raven. Oh yeah. Specials, exklusiv auf Blu-ray. Heranwachsen zum Titan, Helden und Schurken. Raven. Helden und Schurken, Trigon aus dem DC-Archiv, zwei Bonus-Cartoons. Vorschau auf den nächsten Animationsfilm von DC Universe, Batman The Killing Joke. Okay. So. Video ist 1080p High Definition, 16:9. Audio haben wir Deutsch 5.1, Französisch, Spanisch, DTS HD Master Audio, Englisch 5.1. Untertitel haben wir Französisch und Spanisch, Deutsch und Englisch. Jo. Okay, dann packen wir das Ganze mal aus. Und ich finde den Preis auch ganz okay. Also mit dieser Figur jetzt einzeln, sagen wir mal, wenn es jetzt nur der Film gewesen wäre, hätte ich gesagt, aber mit der Figur dabei, dann passt das schon hier. So, gucken wir mal, wo wir es aufbekommen. Übrigens hier an der Seite, hätte ich es gezeigt, sieht das dann so aus. Die andere Seite so, das haben wir schon gesehen. Okay. Erstmal die Blu-ray an. Da ist der Code drin, damit man das Ultraviolett auf sämtlichen Geräten schauen kann. Ein sehr schönes Cover, finde ich. Hier oben die eingesessenen erfahrenen Helden mit Batman, Superman und Wonder Woman gegen die Jungspunde. Und der Robin, ja,
Was machst du, Robin? Batman ist doch dein bester Freund. Ja, das Ganze wird dann in Metropolis ausgetragen, also der Stadt von Superman, Freunde. So sieht das Backcover aus. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die schöne Figur an. So. Die ist wirklich sehr gut gemacht. Ja. So, da sehen wir den guten Robin. Der Noob. Junge, wieso kämpfst du gegen Batman? Du bist doch der Freund von ihm. Du musst ihn unterstützen. Da sehen wir seinen Umhang mit Kapuze. Also für so eine Figur haben die vom Detail her wirklich alles sehr schön detailliert gemacht. Die Farben sind frisch und es fühlt sich auch nicht so billig an. Im Inneren des Mantels haben wir gelb, die grünen Handschuhe. Und hier die Steine, richtig schön. Also die Figur gefällt mir. Von der Größe her würde ich sagen, boah, 10, vielleicht ein bisschen mehr so. Ansonsten richtig cool. Also mir gefällt es gut. Schauen wir mal hier. Auch das R hier, das Logo von Robin. Richtig nice. So, Freunde, das war das Unboxing zu Justice League vs. Teen Titans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert, kommentiert und gebt Daumen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye. Nochmal, Freunde, ich hatte ja ganz was vergessen. Und zwar, so sieht die Disc aus. Das Wichtigste. Oh mein Gott. Ja, es ist auch spät. Auch ein schönes Design vom Disc her. Sicher gibt es das auch auf DVD, falls euch lieber DVD ist, nach DVD ist. Bin mir da aber nicht so sicher, aber ich glaube schon. Ja. So, das war's. Bye, bye.